Willkommen zur Ortsbesichtigung mit Immobilien Ulf Zaspel. Wir sind heute in Sangerhausen, einer traditionsreichen Bergbaustadt in Sachsen-Anhalt. Hier gibt es einige bemerkenswerte Sehenswürdigkeiten, wie zum Beispiel die Marktkirche St. Jakobi, die Ulrizikirche, das alte Rathaus oder prächtige Bürgerhäuser aus der Renaissancezeit, welche sich rund um den Markt gruppieren. Auf geht's zur Stadtbesichtigung. Hinter der Marktkirche St. Jakobi liegt der Markt, welcher von prächtigen Patrizierhäusern aus dem 16. bis 18. Jahrhundert geschmückt wird. Einige haben Tordurchfahrten, welche für Pferdewagen gedacht waren. Die Dächer sind oft mehrstöckig. Hier wurden Vorräte gelagert, denn hier war es warm, sicher und trocken. Am Ende des Marktplatzes liegt das alte Rathaus aus dem 15. Jahrhundert. Das alte Rathaus aus dem 15. Jahrhundert erhielt um 1604 einen Anbau. An der Nordfassade befindet sich ein eingemauerter Steinkopf, welcher zu den Wahrzeichen von Sangerhausen zählt. Der Kornmarkt befindet sich gleich neben dem Rathaus. Er sollte auf jeden Fall besichtigt werden. Hier gibt es sehr sehenswerte historische Bürgerhäuser. Die älteste Kirche von Sangerhausen ist St. Ulrich oder auch lateinisch St. Ulrici. Sie wurde um 1123 als Pfeilerbasilika im romanischen Stil errichtet. Im 13. Jahrhundert war sie Klosterkirche der Zisterzienser. Die Rudolf-Breitscheid-Straße ist eine sehr wichtige Einkaufsstraße von Sangerhausen. Hier läuft auch das Flüsschen Gonna. Die Marienkirche ist die zweitälteste Kirche von Sangerhausen und wurde um 1350 im gotischen Baustil errichtet. Auch wenn sie etwas abseits vom Zentrum liegt, lohnt sich ein Besuch auf alle Fälle.
Die Küllische Straße ist die Haupteinkaufsstraße von Sangerhausen. Sehr viele schöne Geschäfte und sanierte alte Bürgerhäuser laden zum Flanieren ein. Damit endet unser Besuch in Sangerhausen, der Berg- und Rosenstadt in Sachsen-Anhalt. Wenn es Ihnen gefallen hat, geben Sie mir bitte ein Gefällt mir oder abonnieren Sie meinen Kanal. Hier finden Sie viele weitere interessante Stadtdokumentationen aus Deutschland. Vielen Dank und bis bald!